Hallo, meine lieben Freunde, hier zu Pokémon Sonne, zurück zu Inselwanderschaft. Im letzten Part waren wir auf dem Bärenfeld. Ja, auch Pokémon hier herzlich willkommen. Haben Team Skull erstmal wieder vertrieben, die ja wollten hier die Bären klauen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir haben im letzten Part auch die Quest gemacht mit dem Driftlon, haben wir gefangen natürlich. Und nun geht es weiter. Wir schauen, was hier noch vor sich geht. Ja, ja. Na? Tipps für Trainer. Versucht das Pokémon eines anderen zu stehlen, ist ein gemeiner Dieb. Wirft dein Pokémon nur auf wilde Pokémon. Und wenn nicht? Oh, ein Trainer. Ah, da sieht zwei um. Boah, du Sau. Hallo, da, die Begrüßung habe ich schon drauf, oder? Das gleiche gilt auch für Pokémon-Kämpfe. Dann lass uns kämpfen, du kleine Maus. Lena möchte kämpfen. Baumball. Das Pokémon, okay. Denk doch gerade. Baumball. Das sieht man auch nicht so oft. Nur bin ich so ein bisschen, ja, neutral halt. Wachstum. Ey. Hör auf damit. Magnetbombe. Bam, bam, bam. It's very effective. Magnetbombe. Flinklaue. Danke. Und nochmal. Oh. Hä? Hä? What? Warum? Zack. Tschüss, Baumball. Mach's gut. Und jede Menge Erfahrungspunkte. Trifft dann Level 10. Oh nein. Oh nein. Warum bist du so böse? Das Pokémon ist echt klasse. Hier steht die ganze Welt offen. Hier sind wieder wilde Pokémon, deswegen... nein. Werde ich nochmal tauschen. Payback ist ja auch ziemlich schnell. Vielleicht ist hier was Tolles da drin hier. Vielleicht gibt es hier was. Ah, guck mal, da möchte ich mich wieder. Ein Pokémon jagen da oben. Ein Pokémon möchte mich jagen. Und es ist hier ein... Wummel? Was ist ein Wummel? Ach, das sind doch die Vögel. Wo dann speziell 5 Stück gibt oder so. Nein, nein, die brauche ich nicht. Nein. Gibt es in verschiedenen Farben, rot, gelb und so. Und die tanzen verschieden. Wird wahrscheinlich sowas sein. Hä? Und ich habe mich nicht wirklich irgendwie gespoilert. Ich habe ein paar Trailer angeguckt, das war's, aber sonst. Mehr aber auch nicht. Ich habe wirklich nur das gemacht, was ich möchte. Ja, so drüber. Also nur ein paar Entwicklungen und ein paar Pokémon, die neu gibt. Ein paar Lore-Formen. Das war's dann aber auch schon. Krass. Wollt mich einfach überraschen, dass es so kommt. Und das tue ich auch weiterhin. Ich gucke mir auch keine Let's Plays an oder sonst was. Ich muss mich mal dran hindern. Mann. Was andere so machen, aber nein. Mache ich nicht. Ich möchte alles selbst herausfinden. Zack. Superschall. Superschall. Ja, Heuler weg, komm. Zack. Und Superschall. Lässt jetzt kein Item fallen. Mann! So, was gibt's hier noch? Was gibt's hier noch für Pokémon? Ich möchte alles sehen, was es gibt. Vulcano! Vulcano! Hätte ich jetzt als Starter. Hätte ich als Starter wirklich nicht mein Feuer-Pokémon richtig fahren, Vulcano, glaub mir. Boah, geil! Was ist hier für Pokémon? Die Pokémon-Vielfalt ist ja voll übel. Echt, hey. Das ist echt krass. Ich spiele ja privat noch nebenher. Mond. Und... aber ich spiele nur fast so weit. Also nicht so weit, wie ich hier bin. Mehr erst danach. Und da bin ich auch gespannt, was ich da mein Team entwickeln werdet. Bin ich gespannt. Oh, krass. Ach, Mann. So, machen wir nochmal. Einmal gucken, ob da was kommt. Dann geht's weiter. Gut es geht. Mangunior. Ist echt klasse. Wo es die gleiche Route ist, kommt jeder wie das andere Pokémon, habe ich schon das Gefühl. Es ist... ja, cool. Da kann quasi jeder Wiese was Neues auftauchen. Das ist halt toll. So, was gibt's hier noch? Hier ist nichts. Hier ist nochmal eine Wiese. Und noch ein Trainer. Hey! Na?
Jetzt wird gekämpft, Mann! Dann lass uns kämpfen, du kleine Göre! Alma! Alma möchte kämpfen mit einem Traumvogel! Traumvogel, du kleiner Spatz, du Wachs! Ach, ich gegen Traumvogel! Schnabel mache ich einfach da. Zack! Damage ist da nicht so viel Groll. Hey! Mach doch sowas nicht. Oh, die Animation. Schnabel! Zack! Nochmal Groll. Okay. Wenn du das gerne möchtest. Doch Gott, hat Schnabel so viel AP, hä? Tschüss, Traumvogel, ne? Mach's gut! Mach's gut! Magnetilo Level 13! Lichtschild. Boah. Brauche ich Lichtschild unbedingt. Superschall oder Lichtschild? Nein. Das Ding ist... Oh nein. Nein. Weil das Ding ist ja... Bei Führung kommen die Gegner immer durch. Da haben wir immer Glück. Da bleibt mir die Spucke weg. Oh mein Gott. So, das ist noch ein Item. Ein Supertrank. Okay, da oben geht's dann gleich raus. So, und dann gehe ich nochmal zurück, weil da war ja nochmal was, bevor ich da hoch weitergehe. Das ist ein Pokémon und es ist ein Vulcano. Oh Mann. Tja, ich habe schon Feuerbogen. Auch wenn du cool bist, Vulcano. Ich weiß, dass du cool bist. Ich weiß, dass du gerne zu mir kommen möchtest. Aber leider. Nein, sorry. Sorry, Bro. Und nochmal ein wildes Pokémon. Na, was kommt? Das kommt. Mangunior. Perfekt. Los. Und Flucht. Du bist entkommen. Weit weg bist du entkommen. Aha. Ein Trainer. So. Immer noch vergesse ich das. Slimer. Du darfst gleich kämpfen. Lieber Slimer. Was ist hier noch? Nichts. Aber diese Aussicht ist schön gemacht. Ah, hier ist ein Item. Ein Beleber. Das ist einfach nur gleich von mir runterspringen. Oh, da ist auch ein Trainer, hä? Ja. Hey, ich hab dich gesehen, kleiner Mann. Ich suche nach Bären, die ich meinen Pokémon zum Tragen geben kann. Dann geh zum Bärenfeld runter. Mann. Na, Züchterkasten. Was hast du für ein Pokémon? Ein Smetbo schon. Hey, du bist aber übel. Scheiße, Smetbo kann Konfusion. Das ist ich. Warte mal. Ich bin Unlicht. Interessiert mich nicht. Windstoß, okay. Aua, es tut doch weh. Es tut dir aber auch weh. Merkst du das, Smetbo? Windstoß, ey, auf. Biss. Und Smetbo ist down. Was der Damage, der Slimer macht, ist krass. Yay, Level up. Was hat denn der für einen Angriff? What? Ja, es geht eigentlich. Und Flamme auf Level 15. Feuerzer. Oh, lecker Schmecker. Heuler weg. Feuerzahn. Und aber Level noch Level 13. Trifft doch noch Level 11. Yay. Ach, wenn mein Smip doch nur Bären bei sich gehabt hätte. Soll ich deine schenken? Ich würde so nett, wenn es gehen würde, würde ich deine schenken. Du gibst ja dafür 10.000 Cash. Du findest Bären direkt unter Bäumen. Ein Bär fällt eben nicht weit vom Stamm. Das ist wahr. Hey. Na, Kleine. Juhu, ein Kampf. Yay, ein Kampf. Vorschule Chloe. Wommel.
Na, Wommel, Wommel. Biss. Stachelspor. Oh nein. Nein. Warum? Beiß es. Cham. Ist nicht sehr effektiv, aber trotzdem. Mache ich guten Damage. Feenbrise. Ach, okay. Deswegen. Biss. Und Wommel ist down. Ja, ich möchte gern pflegen. Juhu, ich hab verloren. Die freut sich, weil sie verloren hat. Unglaublich. So, Paralyse. Also. Na komm. Na? Na? Yay! Magst du noch meine Beere, Slimer? Du magst mich doch, ich weiß. Oh, Slimer mag mich. Slimer liebt mich schon. Ja, liebt mich echt. Deswegen macht das viel Damage wahrscheinlich. Das wird's bei jedem Pokémon machen. Und da war Tali, hä? Hä, hallo Easy, wie geht's deinem Pokémon? Yo, oh yeah, echt prima, Mann. Voll geil. Das freut mich, mein Team könnte allerdings eine kleine Pause vertragen. Warum? Hey, komm. Los, lass uns zum Pokémon Center gehen, Easy. Ah, das ist ein Pokémon Center. Mitten auf dem Weg. Keine neue Stadt, oder? Hast du gewusst, dass Kaporiki irgendwie mit der Vegetation zu den Vermögen steht? Hä? Mann, Mann, Mann. Da darf man nur rein, wenn man einen guten Grund hat. Wer hat für die Inselwand das schafft, Mann? Ach ja, kennst du diesen tollen Item-Shop hier? Ich gebe dir ein paar von meinen ab. Hä? 3x2-Items, Bill. Boah, wie Beleber, hey. Mit einem Beleber kannst du dein Pokémon, das kampffähig ist, wieder fit machen. Übrigens, mein Pokémon-Supermarkt bietet jeder Angestellte ein Item zu verkaufen an. Vergiss das nicht, Mann. Bevor ich die Prüfung mache, kaufe ich mir zu stark und noch was Leckeres im Kaffee. Eigentlich die Prüfung von Captain Enigma. Ich war schon lange nicht mehr so aufgeregt. Oh ja. Okay, dann heile mal. Oh, die erste Prüfung rückt näher. Wir uns bald wieder. Gib uns ein Pokémon-Bären zu tragen, frisst du Kampf beim Bedarf von selbst. Aber für Menschen nur gefertigtes Eis wie Tränke, fast in die Hitze gefällt es nicht an. Hey, du da, bist du doch ein Pokémon-Trainer. Hast du schon ein Habitat gefangen? Ja, willst du vielleicht gegen meinen Macholo tauschen? Ich habe leider keinen, sorry. Verstehe, wenn du dir anders überlegst, dann gesagt Bescheid. Macholo. Willkommen beim Pokémon-Zimmer. Was möchtest du tun? Super Tränke. Nehme ich immer gerne. Ich habe ja so viel Cash. Luxusbälle. 5, weil ich es kann. Sachen gibt es hier schon. Das ist cool. Na, was möchtest du kaufen? Einen Pokéball möchte ich. Und sonst brauche ich nichts. Okay, passt, danke. Macholo. Hey du, da kommst du auch als Hallo, oder? Ich hätte eine Bitte an dich. Würdest du mir kurz aufhören? Ja. Vielen Dank. Ich rechne es dir hoch an, dass du mir hilfst, obwohl ich das gar nicht kenne. Also, mein Schnürkel und ich verbringen gerade unsere Flitwoche hier in Alola. Aber seit er auf Route 3 zum ersten Mal eine Bombe gesehen hat, redet er nichts von anderen mehr. Wo wir herkommen, gibt es diese Pokémon nämlich nicht, weißt du? Mein Schnürkel findet offen besonders seinen gelben Körper und seinen langen Rüssel total schön. Da kommst du ins Spiel. Bitte fange Wombe und zeig mir sein Pokédeck-Eintrag. Sobald ich genau weiß, wie dieses Pokémon aussieht, kann ich nämlich selbst eins fangen. Wombe gibt es, wie gesagt, auf Route 3. Wenn du meinen Wunsch erfüllst, bekommst du natürlich eine Blume von mir. Ich glaube, das machen wir gleich. Wenn ich morgens aufwache, liegt mir mein Kröger auf, wenn man auch schläft. Wer ist noch hier? Herzlich willkommen. Bis 13 Uhr. Hier können Sie Trainer kurz Auszeit gönnen. Was kann ich dafür tun? In Eco-Kakao, das haben wir noch nicht. Okay, möchte ich gerne. Eine gute Wahl, ein Augenblick bitte. Hallo. Danke fürs Warten. Eine Eco-Kakao ganz nach Bestellung. Wachsen sie die Eiszapfen aus der Nase, weil du mal wieder ein viel Eis-Pokémon gefangen hast? Eine heiße Tasse in der Coca-Cola schafft Abhilfe. Oder habe dich ein Feuer-Pokémon des Rivalen ins Schwitzen gebracht? Dann trink ein Kakao, einfach eiskalt. Ob dein Gegner nun kennst oder nicht, bei Pokémon-Kämpfen die Zeitbegrenzung steigt, die Spannung ist unerheblich. Verrückterweise führt uns manchmal dazu, dass man völlig die Zeit vergisst. Und hier hast du eine kostenlose Dreingabe zu deinem Getränk. Die gibt es nur einmal pro Tag. Die Süßigkeit ist ein Spezial aus Yantara City in der Kalos-Region. Yantara Säbel. Danke. Und guten Durst. Und das für dein Pokémon mit den besten Empfehlungen. Pokébohnen. Pokémon sind eine Spezialität aus Alola. Bekommen sie ganz verrückt nach ihnen. Fütterst du dein Pokémon in der Pokébohne mit Pokébohnen? Wenn sie zutraulich, ja. Bitte bei uns bald wieder. Okay. Dann werde ich kurz noch Wommel fangen.
Oh, hier sind auch noch Sachen. Hey! Ach, wenn da mehr nur mehr aussprudelt, dann könnte ich mein Pokémon damit heilen. Son! Ah, oh, das Design ist echt schön. Richtig gut. Ladet dein Pokémon mit seiner Attacke eine Volltreffer, sagt die Jacke 50% mehr Schaden. So, dann werde ich kurz noch was fangen. Oh. Da greift mich einfach was an. Es ist ein Makuhita. Hey, Makuhita, was ist los bei dir? Happy Tag fangen und kriegen Macholo. Da haben wir ein besserer Tausch, weil Macholo ist cool. Machomai ist auch cool. Ich möchte einen Wommel, bitte. Ein Wommel, 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 Dommel, Dommel, Wommel, Wommel, Dommel, 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 Dommel. Hey, Wommel! Los, Slimer! Greif es an mit einem. Oh Gott. Pfund? Oh Mann, es ist immer noch schneller wie Slimer, ich glaub's nicht. Los, Pfund! Beutel! Ich hätte auch einen Flugzeug drücken können, egal. Pokéball! Los! Wir fangen. What the fuck? Willst du mich verarschen? So schwer zu fangen. Pokéball, los! Zack. Bum. 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 Und. Bang! Gefangen! Yay! Bommel gehört uns. Erfahrungspunkte. Und ein Eintrag in den Pokédex. Zack. Registriert. Hummel. Registriert. Schau dir das Pokémon erst gleich mal genauer an. Es erinnert sich von Blütenstaub und Honig, da es auch von Lebewesen wahrnehmen kann. Spürt es, wenn ein Blume bald blühen wird. Ne Hummelfliege. Ach, du kannst jetzt entscheiden. Das ist cool. Ah, ich muss gleich mitnehmen oder gleich ins Team. Das habe ich jetzt zu schnell gedrückt. Was? Da, die Vermutung hatte ich schon irgendwie ein bisschen, weil das hieß ja immer, wurde in dein Team aufgenommen. Das war ja auch immer neu. Das ist cool. Das ist natürlich echt der Hammer, wenn das dann so wirklich nachher ist. Zack. Bam. Bam. Bada, bam. Danke dir. Wir uns bald wieder. Hey, ich habe eins. Oh, du hast den Wummel gefangen. Wirklich, dann zeig mir deinen Pokédex. Aha, mit seinem langen Rüssel saugt es also Blütenstaub und Honig auf. Mein Schnucki hat recht, das ist wirklich ganz niedlich. Am jetzt hätte ich selbst gerne einen Wummel, aber zuerst gib dir jetzt mal deine wohlverdiente Belohnung. Hier bitte. 3000. Nur. Danke für deine Hilfe, Trainer. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem Wummel. Das war wenig. Die Frage ist. Hier kann ich auch noch. Ah, hier geht's eh nicht weiter. Okay. Bären! Hä? Ein Pokémon, das gerade Bären gefressen hat, springt auf dich zu. Was? Was springt mich da an? Krabbox. Okay. Soll ich mir das fangen? Ba-ba-bam. Aber er kann Kampfattacken wahrscheinlich schon. Deswegen tausche ich nur kurz. Komm mal zurück, Slimer. Los! Blubber. Okay, kein Wasserattacken. Kampfwasser, oder? So das aussieht. Ist auch so. So ein Quapuzzi-Verschnitt, oder? Oh. Kampf. Zertrümmerer. Hoffentlich nicht so viel Schaden mache. Oh, es geht. Okay. Zertrümmerer kann es auch. Aua. Ey, hör auf. Jetzt mache ich ihn aber tot mit. Vielleicht tut er sich selber Schaden zufügen. Super Schall. Haha. Er ist verwirrt, obwohl er gar nicht verwirrt sein kann, weil er selber schon verwirrt ausschaut. Oh, natürlich. Der noch eine Weiterentwicklung hat? Ja, genau, alles. Beutel. Wir werfen ein Nestball, Luxusball. Ist eigentlich wurscht. Superball, komm. Los, Superball! Und zack. 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 Bam. Gefangen.
Grabbox wurde gefangen. Erfahrungspunkte. Trifft man Level 12. Ein Eintrag für Grabbox. Oh, der hat eine Weiterentwicklung. Was? Grabbox. Registriert. Schau dir das Pokémon gegen Fanghas genau an. Kampf ist es auf jeden Fall. Schützt bitte Scheren einen Schwachstellen und bereite einen Gegenschlag vor. Verliert das Bläs das Trübsal. Möchtest du Grabbox einen Spitznamen? Nein. Da, guck mal, man kann echt... Geil, in mein Team. Bin ein Pokémon, das zurück... Das nehmen wir jetzt ins Team. Und Driftlong geht. Geil, das ist echt eine neue, coole Funktion, muss man echt sagen. Richtig cool. Und eine Persimbeere. Ich noch mehr Bären da. Nochmal eine Persimbeere. Und nochmal eine Beere. Und eine Yonago-Beere. Geil. Gibt es hier noch was anderes? Oh, Grabbox Level 8 ist halt schade. Das erste Level 8 ist. Mangonior. Du bist entkommen. Cool. Grabbox. Nur, dass ich... Ich will jetzt noch zweimal gucken. Aber was ist? Geil. Grabbox sieht aber echt aus wie ein Wasserkampf. Eigentlich müsste es Wasserkampf sein. Eigentlich ja. Weil es ist ja eine Krabbe. Eine Krabbe ist ja nicht nur Kampf. Vulcano. Okay, es sind die gleichen Pokémon wie unten. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Flucht. Tschüss, Vulcano. Geil. Oh, ist das lustig. Ich finde das echt, echt cool. Erstmal wieder Pokémon heilen. Guten Tag. Yep. Bitte. Einmal heilen, 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 heilen. Da haben wir schon drei, vier neue Pokémon. Slimer. Ja, Slimer ist ja eigentlich auch neu in der Olaf-Form. Ja, wir haben nur Abra, das alt ist. Eigentlich ja. Interessant, hä? Hast du keine Superbälle? Okay. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit dem Part für heute. Im nächsten Part werden wir uns der Prüfung vollstrecken. Ja, ich hoffe, ihr seid auch wieder dabei. Bis zum nächsten Mal. Ciao. One drop. Yeah.